Ihr seid ziemlich am Ende des Heftes angelangt oder ihr habt hinten angefangen, so mache ich das tatsächlich fast immer, du glaube ich auch, ne? Ich mache es noch ein bisschen anders, ich gucke mir die Vorschau nicht als erstes an, ich lese immer zum Schluss, also immer am Anfang, immer die Kolumne, weil da habe ich immer Bock drauf und dann gehe ich erst nach vorne. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Eine Seite vor der Kolumne auf Seite 128 kommt der Ausblick. Zum 1. August 2021, also dieses Jahr, ist das die zweite Ausgabe geplant. Was haben wir da alles drin? Selbstverständlich wieder ganz, ganz, ganz viel Alpgefühl. Einige der alpschönen Momente haben wir schon aufgeführt, aber es kommen noch ein paar dazu. Lasst euch überraschen. Ja, in der Tat, viel mehr wissen wir auch noch nicht, denn wir sind wieder für uns unterwegs, weil wir es einfach lieben. Und nehmen aber immer Kamera mit und fotografieren, filmen. Alpen steht schon fest, was wir da machen, auch viele schöne Sachen, die verraten wir aber noch nicht. Und dann wird es einfach hoffentlich einen Corona-freien Sommer geben oder einen sehr, sagen wir mal, na, einen Sommer, wo man sich wieder mehr oder weniger gut bewegen kann und das Allgäu mit allem drumherum gut genießen kann. Und davon werdet ihr dann schon im der nächsten Ausgabe im Bergchen 02 lesen können, ne? Selbstverständlich ist wieder ein Stück Allgäu für zu Hause für euch dabei und natürlich wieder einige bergschöne Touren, die wir euch ganz kurz vorstellen und euch dann abholen zu uns auf unserer Seite oder auch zur Outdoor Active App mit ganz vielen Frau Bergschön-Tipps oder auch Herr Bergschön-Tipps zu den einzelnen Touren aus Kleinwalsertal, Tannhammertal und aus dem schönen Allgäu. Jawohl, 1. August, Bergschön 02.